Ich spiele Ark seit Release. Mittlerweile sind das über 7 Jahre. Anti-Mesh! Ich hasse dieses Kackspiel. Und so wie es aussieht, ist er das. Das hier ist vermutlich unser letzter Wipe. Denn Ark Survival Ascended steht vor der Tür. Und wenn ich unser sage, dann fragt ihr euch bestimmt, wen ich damit meine. Denn hey Simi, du hast doch super viele Abenteuer alleine erlebt. Weißt du nicht mehr damals die coolen Verfolgungsjagden? Bin abgestiegen, ich Dödel. Über die wir nicht mehr reden wollten. Und ihr habt recht, oft war ich solo. Ich bin solo unterwegs. Solo, solomäßig solo. Ich spiele Ark solo. Aber nicht immer. Einmal habe ich sogar einen Megatribe gegründet. Oh shit, are they in? What? How did they get... What? How are they in? Shit! This is bad! Ach, das waren Zeiten. Vor ein paar Jahren dann ist ein mittlerweile guter Freund und Begleiter meinem Arc-Tribe beigetreten. Du hast mich gar nicht vorgestellt. Heute ist mit dabei der Mr. Moonen. Yeah! Moonen und ich haben zusammen viel erlebt. Da sitze, da sitze! Ich hätte den Tropio. Nice, Junge, wir machen die. Die Taktik ist insane, Junge, wir sind so geil. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Drop raus, drop raus, drop raus, drop raus, schnell. Hitten, 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 hitten. Jawohl, ich hab den, jawohl, ich mach den, jawohl. Ich hab den. Ja, ja, ja. Zusammen hatten wir echt gute Zeiten. Lass es. Ich tanke jetzt meinen Drop. Bin drin und down, down. Jawohl, Simi, Simi. Wie die letzte Rita zu ihrer Kanone hier. Du nimmst aber nicht gerade auf, oder? Nein, nein, nein. Gut. Was soll ich sagen? Irgendwie habe ich es alles aufgenommen. Aber einer fehlt da noch im Bunde. Wir kennen uns zwar noch nicht so lang, aber haben auch schon viel zusammen gezockt. Okay, hallo Fluffo. Hallo? Der Fluffo. Und jetzt ist es Zeit. Der Tribe kommt ein letztes Mal zusammen. Der Moonen hat Ark gestartet. Der Moonen. Was? Fluffo, nein. Er ruft an. Schwitzeschmu, seid ihr bereit? Oh, we are. Oha. 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 Gleich mein Game neu starten. Hier ist ein Mavodactylus. Ey, go away, go away, go away, go away, go away. Why are you looking? Do you have some stuff for me? Start stuff. Please give me, no, please give me start stuff. For a poor beginner like me. I'm a poor beginner. I'm only naked and I have nothing. No! Hey, hey! You give me better start stuff! You let it, you don't do it. Also, was für Namen habt ihr euch denn gegeben? Klamautermann. Ich heiße Rainer Content. Ey, no, guys, no. You killed me earlier schon. Simi, mach deine Stimme mal so richtig traurig. Why are you doing it? Jungs, ich würde gerne Angriff gleich dann. Lass mal treffen, wir machen einen Angriff auf den roten Obi. Komm, lass aber einmal treffen am roten Obi, oder? Ihr seid zu langsam für mich schon. Ihr seid schon eine Liga unter welches mir, Level merke bist ich du? Gerade. Ein hohes schon. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Hab ihn. Hier ist noch einer. Hab ihn. Jungs, wartet, bei mir passieren gerade magische Sachen. Magische Mysterien. Der hat eine Febby schon. Ja, okay, und damit schalten wir um. Das war mein Note-Run. Moonen war schon vor Ort und hat eine Base gebaut. Jetzt kommt das erste Zusammentreffen. Du bist auf so einem Pinöpel. Du wirst das sehen. Ich seh's. Ja, komm mal bei mich bei. Ja, komm, 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 komm. Da ist er doch. Joghurt. Auf den Moment hast du gewartet, ne? Dass ich das lese und mir denke, alter Schmu. Ja, dann zeig mal, was du so hast. Show me your crib. Yo, MTV Cribs. What we have here now is a double door. Way, schwach. Okay, und go. Und wir lassen den Fluffo wieder Basepots aussuchen. Dabei wissen wir ja, was passiert, wenn der Fluffo Basepots aussucht. Nix Gutes. Ja, wir überleben aber ganz lange. Ne, man hört immer dann 50 Mal, Alter, ich habe so einen kranken Spot. Dann ist das so einer von 2017, der richtig schlecht ist. Wo man sich so denkt, och, Fluffo. Mach gleich einfach aus. Ne, sag mal. Kannst sagen, wenn es dich stört, wenn wir dich mobben. Wir machen aber weiter, ne? Ja, bei den meisten höre ich euch kleinen, dödeligen Wichsern einfach nicht zu. Was ist das? Oha, er geht gleich auf Mutter. Er geht gleich auf meinen Dödel, ey. Was das ist? Simi, du baust nichts in der Base ohne Einverständnis um. Nee, ne? Das gibt's nicht mit dem Schmu. Das gibt's nicht mit dem Schmu. Den Schuh ziehst du dem Schmu direkt aus. Ja, Monen, du hast hier keinen Mitspracherecht, was irgendwie Base-Design angeht. Während Monen und ich also unsere Startbase bauen, ist Fluffo auf der Suche nach einem Main-Base-Spot. Er hat da einen gefunden und uns gezeigt. Schau mal hier, gratis Poli. Da willst du bauen. Nee, ich hab die gerade nur random gefunden. Und das war unsere Meinung dazu. Der ist scheiße, der Spot. Der ist richtig kacke. Man erfriert halt auch die ganze Zeit dann da drin. Ja, der ist halt kacke, der Spot. Kleiner Spoiler, den Spot werden wir am Ende nehmen. Sorry fürs Haten, Fluffo. Nee, mach was Richtiges. Oder du nimmst alles auf deine Kappe und sagst, wir bauen hier und dann geht aber alles, bist du schuld.
Nee. Das ist halt dann dein Berufsrisiko. Wer es ankündigt, muss es machen. Timmy, was sind das hier für eine Kelch? Die habe ich halt noch nie gesehen. Alter, wir lassen echt einen scouten, der... Ach oh Mann, ja. Mann, Flofo. Akt Beginner. Welchen Satz will man von seinem Scouter gar nicht hören? Hier war ich ja noch nie. So, was machst du jetzt? Du fliegst jetzt rum, Oma. Hat jemand Dezibel bestellt? Wer sitzt da? Alter, was ist mit dir los? Wirklich, kannst dich ja bei den Fats entschuldigen. Ich entschuldige mich bei gar nichts. Wie, du entschuldigst dich nicht? Die hässlichen Köpfe. Nein, rein, ja? Nee. Wie nee? Das kann er nicht reinstellen. Das kann ich nicht reinstellen. Das ist zu hart. Dann boah, dann beleidigt die Fans und dann kommt sowas hier. Die ja. Lieben ihn immer alle voll. Da schneide ich, dass der Fluffo das sagt. Ja. Du kannst die armen Fans, warte sie. Du kannst die Fans doch nicht beleidigen. Fluffo, kannst du mal kurz sagen. Nein. Warum nicht? Ich weiß, was du für ein Wichser. Fluffo, einmal kurz was sagen. Scheiß Fans, unzufriedenen Wichsern. Du kannst die Fans doch nicht beleidigen. Das ist schwierig mit euch. Ich krieg euch gar nicht richtig unter Kontrolle. Woran das bloß liegt? Seid so ein bisschen widerspenstig geworden. Nee, jetzt mal ehrlich, wo bauen wir? Hat jemand noch eine andere Idee dann? Ja, gutes. Hier gibt's nichts Freies mehr, was irgendwie an halbwegs, weiß ich nicht, ja, warum fängst du erst so spät an zu suchen? Hey, warte mal. Seid mal leise kurz. Ich dachte die ganze Zeit schon, hier schießt doch was. Ist da ein Typ? Ich bin halt ultra lowlife. Der muss sich nur einmal punchen oder hitten. Als ob du da abgeschossen wirst. Ich wurde beim Tame gestört. Und als nächstes haben wir uns mal in der Base versammelt. Wir haben die erste Chembench gebaut. Ja, wunderbörlich. Und jetzt wurde es Zeit für einen handfesten Plan. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal einen Low-Level Trike oder Stego. Mach ich. Ist mein Job. Ich bin schon on the go. Ich bin schon on the run. Ich bin jetzt, hast du mich auf einen heißen Modus geschickt. Trike liegt. Der Track liegt schon. Ich baue den Trike-Sattel-Simi. Sehr gut. Wollte ich gerade machen. Sehr gut. Ist gedroppt. Junge Fluffo, Schmu, wie sind's? Guck mal, wie ich schon Fluffo sag. Und wir machen Progress. Okay, Schmu, bist du bereit für eine richtige Ladung? Das Wichtige hier ist jetzt eigentlich nicht der Trike, sondern der Cryopod, den ich habe. Narcotics craften. Also meine Mission ist jetzt, ich mache Pfeile, ich hole ein Megatherium und dann fahren wir Swamp Cave auf Island. Ja. Und unseren geheimen Basepot verraten wir noch nicht. Erstens, den Mittelfinger meine ich natürlich nicht ernst. Und zweitens haben wir uns auf einen Basepot geeinigt. Es ist nicht der, den ihr eben gesehen habt. Lasst euch da mal überraschen. Unser nächstes Ziel war auf jeden Fall Level 100. Und dafür wollten wir die Swamp Cave auf The Island machen. Eine Sache kam nur dazwischen. Wir wollten diesen Wipe fett werden. Und mit fett meine ich so richtig big. Also wollen wir auch auf jeden Fall Bossfights machen. Und Tech freischalten, wofür wir Element brauchen. Gerade war auf Genesis 2 ein Element-Biom. Die Chance mussten wir nutzen. Wir müssen dann Element-Shard-Farm eigentlich, Junge. Müssen wir. Ich bin schon. Ja, ich mach noch die 100er Pfeile durch, dann komme ich. Das müssen wir farmen, Junge. Das geht nicht anders. Die Shards sind erstmal scheißegal, aber Element wäre wichtig. Okay, also ich sehe hier einen Asteroid. Soll ich einfach farmen jetzt? Ja, mach ich. Warum kriege ich bei mal 10 Raids? Das ist ein mal 10 Server. Warum kriege ich da so viel Ele? Das ist mega big dann. Mal kurze Frage. Arc Survival ja. Ascended. Erstens, was haltet ihr davon, dass man kein Movement Speed mehr skillen kann? Finde ich ganz gut. Ja, ich auch, wenn sie das halt anpassen, ne? Das Base-Movement. Genau, dass man grundsätzlich schneller ist, ist auch genau mein Gedanke. Kann aber auch echt beschissen kommen. Ja, genau, dass guck es mal. Keine Cryopods gibt, auch am Anfang. Ja, ist ja nur am Anfang, ne? Ja, wie findet ihr das? Also ich find's geil. Ist krass, cool, aber, cool. Ne? Ist richtig ja, krass. Ja, aber es ist mal wieder so, dass du dir Mühe geben musst, ne? Und wirklich nachdenken musst. Das wird heftig, auch für die Leute, die Ark noch nie erlebt haben. Die haben jetzt die Chance, Ark, so wie es damals für uns alle rauskam in der Reihenfolge, in etwa ein bisschen verändert natürlich und so. Aber nochmal zu erleben, ne? Ich geh jetzt irgendeinen Mega-Raider holen, ne? Ja, nicht irgendeinen. Mach mal. Du kennst mich, Schmu, irgendeinen. 100 plus, bitte. Um die Swamp Cave clearen zu können, brauchen wir natürlich ein Megatherium. Ich war gerade auf dem Weg, als die Server kurz abgeschmiert sind. Auch das darf im letzten Arc-Wipe nicht fehlen. Ich muss das mal kurz aufnehmen für die Fans. Es gibt scheinbar einen Hurensohn. Hier hat jemand einen Island-Server gemietet. 10 Slots, der heißt einfach, wer nicht zahlt, ist ein Hurensohn. Ich wette, sein Kumpel hat gesagt, ich gebe dir die Hälfte. Miete mal einen Server, ich gebe sie dir echt. Und er hat gemietet. Und hat kein Geld gekriegt und jetzt ist er sauer. Jetzt hat er ein Passwort reingemacht. Alter, er ist so sauer. Und hat gesagt, wer nicht zahlt, ist ein Hurensohn. Und er hat auch PvP aktiviert. Und er hat ihm jetzt die Butze weggesprengt. Alter, der hat 9000 Torpor, das dauert ja Jahrhunderte. Den Schuh da. Bin da, tot. Ich versuche ihn mir zu schnappen, Jungs. Oh, Alter. Boom, oder was, oder wer, oder... Na, bist tot, oder? Nee, mit riskantem Einsatz, mit riskantem Körpereinsatz. Also ich sehe hier gerade ein großes Problem in unserem Projekt. Der Fluffo.
Simi, du hast genau das ausgesprochen, was ich sage. Ja, Wichser, ey. Er sieht ein großes Problem in unserem Projekt. Ja, Wichser, ey. Den Fluff. Alter, ist das wild. Ich geh gleich einfach. Ich hab das Megatherium auf der Tasche und unsere Mission Richtung Swamp Cave kann beginnen. Kettensäge haben wir auch, geil. Hab ich schon gemacht, ja. Okay, wir holen und? Chitin. Schnidolin, ja. Können wir dich allein lassen? Schaffst du es? Ja, ich bin fast müde, ob ich ins Bett gehe. Och, Flo. Ja. Nein, ich bin einfach richtig müde gerade, aber... Ja, zieht ihr denn nachher schon um, oder? Ja, oder? Ja, wenn wir... Sobald wir die ersten Turrets haben, hätte ich gesagt. Hätte ich auch gesagt. Okay, ich akzeptiere, dass du gehst, aber ich muss auch kommentieren, du gibst schon früh auf heute. Ja. Schmo, bist du bereit? Jetzt ging die Mission los. Wenn wir es schaffen, die Swamp Cave zu runnen, Level 100 zu werden und genug Chitin für eine Menge Zement mitzunehmen, können wir Heavy Turrets bauen und unseren Spot heute noch beziehen. Wenn wir es nicht schaffen, dann nicht. Und so viel kann ich schon mal sagen. Es wird verdammt eng. Hab mich geabschmartet. Ich bin im Schnee gespawnt. Ja gut, Boys, dann... Fluffo. Ich finde das echt traurig, ne? Ja, aber ich bin richtig müde, ey. Genau. So, dann ab zur Not. Ja, ab zur Not. Fluffo war damit früh am ersten Tag raus. Mundin und ich waren auf uns allein gestellt. Oh, Fluff, Schmo, ich bin schneller als du, fuck. Ich weiß nicht mehr, wo die Not war. In die Richtung, das ist richtig. Wir müssen aber erstmal aus dem Dschungel raus wieder. Was? Wir haben noch nicht gecheckt, ob die frei ist. Ne, ich geh rein, Fluffo. Schmo, Mann, sorry. Okay, und jetzt die Himmelsrichtung richtig bestimmen. Die stimmt halbwegs. Ich bin Vollspeed. Ich bin affenzahnmäßig. Ich bin affig. Okay, ich bin da. Du musst da vorne Two Times am besten schon einsammeln, ne? Nee, ich hab die verpasst. Bei mir ist es gerade übelst dunkel. Hier ist ein Tüler unten. Bei mir ist gerade krass dunkel. Hier ist ein Bloodstalker. Beritten? Ich sehe es so schlecht. Nee, nicht beritten. Da hier, vor mir ist der. Ich kann hier keinen Sleeper legen, ist das Ding. Willst du den fetzen oder nicht? Ich habe meine Pistole nicht mit, glaube ich. Oder lass drauf scheißen und schnell machen, damit wir die Not haben. Ja. Könnte aber auch einer drin sein, Gamer, ne? Bedenke, es könnte gerade einer hier einen affenzahnmäßigen Attack drin machen, ne? Warum ist bei mir so eine Dunkelheit angesagt? Bin drin, ne? Ich auch, ich bin hinter dir. Musst schnell, kick schon mal einmal schnell. Beziehungsweise guck erstmal. Ist leer. Nee, kann noch kommen. Ja, ich höre. Hinter mir. Eine Schnecke. Aber erstmal mach weiter. Ist alles leer. Nee, da ist Damage, da ist einer drin. Einer ist drin. Mach nicht Damage. Och, Flo, Schmu. Du siehst doch da rote Zahlen. Einer ist drin. Aber ich hab jetzt ein Megatherium aggressiv. Okay, du musst. Komm, wir gehen rein. Level den nochmal auf Damage oder was? Ich kann halt nichts machen, ne? Ich bin halt der Man, der mit dem Schwert irgendwie unterwegs ist. Ja, du musst immer hinter mir bleiben. Attack, Schmu, attack. Wir sind richtige Ranger. Der ist rechts gewesen. Rechts waren die Zahlen. Kill sie. Sehr gut. Hitte hier durch, während du hier durchgehst. Dass ich nicht down gehe, ja? Ja, Schmu, ja. Hinter uns ein Mega Racer? Ja, hinter uns eine Arto. Der Typ ist vor uns. Ich glaube, der kann auch von links kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Komm mit. Ja, mach schnell. Die Arto kommt sonst. Genau, hitte einfach durch. Kann sein, dass der schon die Runde geturnt hat. Oder woanders ist. Siehst du die Zahlen ja. Vor uns? Da ist er, oder? Er macht Chill Pochumobi. Hitte. Er hat, was hat er? Er hat irgendwas Blödes, ein Frosch, hitte weiter. Hast ihn. Wo ist der Spaß? Ich hitte ihn. Zwei, drei Hits. Schmu, wir sind im One-V-One. Gefangen. Ich weiß es nicht. Hier ist eine Arthro. Komm her wieder. Er fliegt. Nee. Komm zu mir. Er will rausrennen, er will flüchten. Scheiße, ich hab keine Grapple oder nix. Ich komm zum Eingang. Ja, ich bin am Eingang, der ist schon fast oben. Er ist oben. Ich bin immer noch genetzt, ich komm nicht. Jetzt komm hier jetzt langsam. Er ist oben, er ist draußen. Er escaped, glaube ich. Er hat nur das Dingsrückenteil. Vielleicht kann ich ihn so hitten. Wo ist er hin? Er whistelt seinen Bloody. Ich muss rein. Das ist sein Bloody. Komm rein. Fuck. Ich hätte eine Grapple oder sowas mitnehmen sollen. Junge Schmu. Ja, dann mach noch einmal durch dich. Hier hinten ist noch eine Two-Times-Note. Komm mit. Ja, und da war noch ein Drop. Auf den ersten Blick sieht das gerade aus, als hätten wir gewonnen. Hier. Spin respawned. Komm. Alter Schmu. Was für ein Arsch. Zum Glück hatte der nur einen Frosch. Nur gibt's da einen Twist. Ich hätte eine Grapple. Warum habe ich meine Grapple abgelegt, Digga? Was ist mit mir? Wir sitzen in einer Sackgasse. Der hat tausende Bloodpacks. Und es gibt nur eine Öffnung, durch die wir hier wieder rauskommen.
Hier, hier, farm doch. Ich hätte eine Grapple gebraucht, ich hätte ihn gehabt, ne? Der kann halt draußen jetzt ein bisschen campen. Ich skill dich nochmal ein bisschen in HP. Alter, hier sind sehr viele Fliegens. Die kommen, hier kommt jetzt alles. Ich bin jetzt in dir drin einfach als... Und du bist mein Schutzpatronus. Hit ihn. Alter Schuh. Ich lutsche ihn einfach, ein roter sogar. Nix. Ein C4 Detonator, ey. Hier ist, ich habe die zweite Node eingesammelt. Alter, 13 Level. Ich bin Level 100, Schmo. Echt jetzt? Ja, ich bin Level 100. Wir haben Heavies, auf jeden Fall. Ich würde halt gerne die Drops noch ein zweites Mal lutschen. Der Rote ist wieder da, aber diesmal am anderen Spot gespawnt. Wieder nur ein C4 Detonator, das gibt's nicht. Hier ist noch eine Note, ne? Guck mal, wie viel Chitin ich hab, Alter. Ja, ich glaube, dann haben wir es gelootet, dann können wir out. Richtung out. Jetzt müssen wir hoffen, dass er uns nicht direkt abcampt, ne? Ich mach's davor. Ja, der ist hier. Drop drin, drop hier das Viech. Er ist direkt im Eingang. Er ist im Eingang, Digga. Was machen wir denn jetzt? Ich hab dicken Loot und nix zum Fighten. Oder einfach rauszischen. Kann man probieren, dann droppen oder was? Ja, oder mit... Zieh erstmal full Flanker. Nee, der ist voll im Eingang. Kann ich da den Dings hinwerfen? Nee, der steht im Eingang drin. Bringt nicht viel. Also drop ihn mal raus, ja. Als Backup. Aber wir müssen ja raus, nicht eher rein. Lass dich nur nicht runtergrabbeln, please. Er wollte dich, Schmu. Kann er nicht. Ey, pass auf. Ich sitze in der Decke. Ja, bleib auch so. Er kann jetzt halt den Mega Taylor Raider killen. Stimmt, du musst absteigen und den Cryon. Please, Schmu, schnell. Reagier, 200 Damage, reagier. Ich sitze in der Decke. Dann musst du halt da vorne absteigen. Ich bin in ihm stuck. Cryon. Ich kann nicht. Hab ihn passive gemacht. Doch, du cryost. Ich bin in dem Viech drin, ich bin gegrabt vom... Latzocker. Bitte, Schmu. Das sind dann zwei, dann sind es zwei. Oder der ist auf neutral. Bitte. Das ist um die letzte Sekunde. Es laggt. Du hast ihn. Alter, Schmu, take all mein Zeug, okay? Ich probiere ihn wegzubaiten. Hier. Aber, warte mal. Guck mal, was du tragen kannst. Hello, Bro, do you hear me? Why are you camping? Ja, ich denke... The frog's the kill. Oh, sorry. No, sorry. Er kommt. Mein Beutel liegt hier mit allem. Ich hab ihn nicht, ich hab schon aufgesammelt. Ich drop jetzt hier den Raving und probiere rauszudüsen. Mach mal. Ein bisschen weiter vor. Wurde gegrabt. Ich hab den Dings, den scheiß Cryo. Er pumpt mich. Kommst du weg? Ja. Fuck, ich bin stuck im Wichser. Cryo, ist du ein Maving? Ich cryo. Weg. Ja. Oh! Scheiße, Schmu. Das ist eine ganz abgewichste Situation. Du hast all das gute Zeug, ne? Ja. Alter, der Bloodstalker fuckt richtig ab. Ja, rauslaufen kann man auf jeden Fall nicht. Nee, ich hab Cryo-Cooldown. Zwei Bloodstalker, es sind zwei Gamer. Fuck, Schmu, fuck. Oder verziehen wir uns unten rein in die Cave? Da überlegen wir nicht lange. Scheiße. Come to me, come. Er kommt. Was machen wir, Simi? Er schießt. Zurückgehen. Er kann uns halt hier, lass zurück reingehen. Aber das ist auch dumm. Da sterben wir über Zeit. Unser Atemgerät, ne, Simi? Ja, und dann irgendwie deft einer. Wir haben halt unten drin den Vorteil mit unserem Viech. Und er pusht uns halt mit der Pump hier weg. Ich hab das Schild. Ich auch. Er trifft zum Glück nicht. Ja, wir können wir machen, Simi. Wenn du kurz... Okay, rein. Du hast meinen Ghillie-Suit mit. Fuck. Okay, musst du droppen. Ja, du musst mich kurz deffen. Ja, musst du droppen. Deff mich kurz. Setz dich mal kurz vor mich. Ja, ich bin ganz vorne. Liegt hier. Kannst. Ich deff dich. Ready? Ja, rein, runter. Und runter. Und da machen wir uns jetzt bereit. Fuck, er drückt mir. Komm runter. Er kann nicht hier rein. So, und sobald du kannst... Ah, fuck, das Megatherium. Das müssen wir dann force-feeden. Geh weiter runter erstmal noch. Mach ich. Links. Der kann, sonst kommt der da und pumpt das direkt weg. Wir müssen das force-feeden in Ruhe. Ich hab einen Hit gekriegt, aber... Komm mit. Drops in eine versteckte Ecke. Hier rein und dann force-feeden. Hier hinten oben. Ja. Wo der Drop war. Jo, hier in die Ecke. Und dann force-feeden. Direkt force-feeden. Ich muss jetzt trinken gehen, aber ich bin schon am... Fuck, hier sind Viecher und alles. Kann ärgerlich enden. Ich komme. Hab getrunken. Dass wir keine Waffen mitnehmen wie die Hörnis, ne? Schmu, das ist eine Situation, die scheiße ist gerade. Ja. Lass noch einfach ein paar Minuten hier warten, das Viech voll machen. Und dann köder ich. Dann gucken wir. Da ist er, oder? Da ist ein Typ. Ja, da sind sie. Hitte rein, geh rein, geh voll aggressiv. Scheiße, die sind schneller, die Wichser. Ich renne hinterher. Nein. Link, wir gehen auf den Linken. Ich habe eine Leech an mir. Ich habe mehrere Leeches an mir.
Der linke rennt hier hoch. Er kommt pound-boarded. Dann mach den. Wo ist der? Wo ist der? Irgendwo hier links. Die können halt durch ihre Bloodies kicken, ne? Ja. Ich habe auch eine Leech dran. Was für eine Scheiße. Force feed weiter. Ich kann dir eine Bola geben. Hast du Fasern oder so ansonsten zum Nachcraften? Nee. Die müssen aber Damage getankt haben. Als hier, sie kommen. So, wollen wir reingehen? Naja, der ist hier im engen Gang. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Nee. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Könnten eine C4-Trap haben. Wir sollten versuchen, zum Eingang zu kommen. Oder meinst du, da warten die einfach? Ich glaube, die warten mittlerweile. Die wollten gucken, ob wir noch da sind. Da ist er. An der linken Seite steht er. Da ist er immer noch. Er piekt immer mal wieder. Hab ihn. Er hat das Schild geblockt. Fuck. War ein frontaler Hit. Schild geblockt. Ey, ich habe ihn nicht. Schmu, ich habe ihn nicht. Egal, ich geh drauf. Ich geh gucken, wie die Lage ist. So lange halten wir auch nicht mehr durch. Mein Atemgerät ist bald kaputt. Ja, ja, meinst du mich auch? Alter, mein Puls geht so ab, Schmu. Was ist das bitte? Was machen wir? Wir müssen irgendwann den Rush probieren, ne? Ich bin oben. Stehen hier noch. Ist einer tot? Ne, stehen hier noch. Campen. Dann verkaufen wir das Megatherium. Und kriegen dafür den Loot. Ja. Die Situation war scheiße. Unsere Atemgeräte sind fast kaputt. Wenn das passiert, kriegen wir in der Höhle dauerhaft Schaden durch Gift. Mein Helm haben sie mir schon weggeballert. Ja, willst du, dann nimmst, kriegst du meinen. Wir haben keine Wahl und müssen rausrennen. Ich nehme den ganzen Loot und ein Maving. Mulian rennt zuerst raus. Ich hinterher, drop mein Maving und versuche wegzukommen. Ich bin so angespannt, ne? Nicht nur du, Digga. Das Problem ist, die haben halt auch zwei Bloodstalker da. Was für Wichser. Schmu, wir hätten prepared, hätten wir irgendeine Waffe. Wir wären am Fighten, ja. Junge. Da kommt halt ein Caveleg. Warte. Hab mich auch umgezogen. Bist du ready? Wir werden halt gecaveflaggt, ne? 3, 2, 1. Du zuerst. Go. Du bist der Bait. Und wirf. Noglin! Hau rein! Flieg, Maming! Guck dir das an! Ich bin zu schwer! Hau rein! Die haben nur das Megatherium gekriegt. Lebst du? Nein, ich bin tot. Aber du bist weg? Ja. Ja! Sibi! Ja! Alter, weißt du, wie mein Puls gerade abgeht? Das ist nicht normal. Alter, als wir losgelaufen sind, hat es mich komplett gezittert, Alter. Schuhe, ey, hätten wir Fluffo gehabt, der ist so eine Drecksau, ne? Ja, der hätte von außen kommen können und alles. Bin gejoint. Alter. Und das war sie. Die erste Folge und der Auftakt unseres letzten Wipes in Ark. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hab euch lieb, macht euch einen guten, haut rein und ciao. Alter, Schmu. Ey, das glaubt der Fluffo uns wieder nicht, was wir hier für Alter. Abenteuer erleben.